da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich bin halt endlich mal nach einer Woche Berlin wieder im Wald heraus. Ich freue mich richtig. Und da wir ja kurz vor Weihnachten haben und ich zurzeit sehr viele E-Mails kriege, was schenkt man denen, Brustgäfte, einen Prepper, zu verlisten? Und meine Antwort ist immer die gleiche eigentlich. Es gibt eins, das jeder immer brauchen kann, egal wie viel er davon schon hat, und das sind Messer. Und ich habe euch heute mal zwei mitgebracht und das ist kein Vergleich, das ist besser wie das, sondern das sind zwei völlig unterschiedliche Messer für völlig unterschiedliche Zielgruppen und ich werde euch die vorstellen. Ich habe also einmal von der Firma Highlander das Messer Jaguar mit dabei, das werde ich dann vorstellen, und einmal von der Firma Wolfgangs, das ist eine deutsche Firma, das Messer Ambulo. Beide sind Outdoor-Messer, beide kämen in eine Geschenkbox, deswegen auch super für Weihnachten, und beide haben auch zusätzlich einen Feuerstahl mit dabei, was natürlich für Outdoor-Messer super ist. Also das kann man ja immer brauchen. Und die zwei stelle ich euch jetzt mal vor. Und wenn euch das interessiert, wie die Messer abschneiden, bleibt einfach dran. Ich wurde in letzter Zeit sehr häufig gefragt, wann ich aus dem Wald komme. Was ist denn für mich wichtig an einem Outdoor-Messer? Und das haben beide Messer. Und zwar, sie sind Full Tank. Das heißt, hier geht quasi der Stahl von ganz oben bis ganz nach vorne. Warum ist das für mich wichtig? Es könnte ja auch mal sein, dass ich im Notfall damit batonieren will. Also, dass ich Holz spalten will. Und da ist einfach Full Tank wesentlich besser geeignet für sowas, weil das hält halt einfach was aus. Das zweite, was für mich so ein Messer haben muss, das ist ein Feuerstahl. Wie jetzt der zum Beispiel vom Ambulo, vom Wolfgangs. Weil ich muss ja draußen einmal Feuer machen. Der geht also sehr gut, wie man sieht. Geht also auch mit dem Messer natürlich. Wobei ich hier sagen muss, aber das zeige ich euch nachher noch, hier musste ich ein bisschen nachhelfen. Aber auch nicht dramatisch. So, also das sind für mich einfach zwei Voraussetzungen. Es sollte relativ scharf sein. Das heißt, wenn ich hier jetzt... ja, das ist natürlich... Also ihr seht, es schneit relativ gut. Und genauso auch das Highlander, ich will es jetzt noch nicht ganz kaputt machen, weil das ist mein Spicker. Ja, es ist sehr feucht mittlerweile. Man sieht, das gehört schon wieder ein bisschen nachgeschliffen. Dazu muss man aber sagen, das Ding habe ich auch schon seit 3 Monaten im Gebrauch. Und ja, gehört ein bisschen nachgeschliffen. Kann man aber beide relativ einfach schleifen, was richtig cool ist, weil das ist für mich die dritte wichtige Sache, dass ich es draußen jederzeit nachschleifen kann. Da hätte ich jetzt eigentlich nur was vorgestellt von der Firma Wolfgang, so ein Schleifding für draußen mit 5 verschiedenen Schleifelemente. Aber das ist leider momentan nicht lieferbar, das werde ich aber mal nachholen. So, gehen wir mal zum Wolfgangs Ambulo. Das kommt auch in einer schwarzen Geschenkbox, die richtig edel ausschaut, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich mache die mal auf. Ist also dort schön, gibt es mit Orangengriff, gibt es mit schwarzer Klinge, gibt es also in verschiedene Ausfertigungen. Es ist eine Gliedeckscheide mit dabei und es hat noch ein paar andere Spielsachen mit dabei und die erkläre ich jetzt. Was ganz gut gefällt, es sind zwei Karten mit dabei und die erste seht ihr. Zögere nicht, uns bei Fragen direkt zu kontaktieren. Also das finde ich natürlich super, wenn das einer kleine legt, wo ich mich, wenn irgendwas kaputt ist, wenn sonst was ist, beschweren kann. Also da sind sie absolut kundenfreundlich, die Firma Wolfgangs, muss ich echt sagen. Was man rechts noch sieht, ist ein zweiter Feuerstahl ist sogar mit dabei. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Fangen wir mal an hier mit der Scheide. Die steckt in einer Kydex-Scheide. Diese Scheide ist richtig gut gearbeitet. Da kann auch nichts rausfallen, gar nichts. Und hat also hier hinten, sieht man, wenn ich das aufmache, dann seht ihr, hier habe ich so verschiedene Löcher drin. In diese Löcher kann ich quasi, ich hoffe, man kann es erkennen, in diese Löcher kann ich quasi, da haben so Plastikteile dabei, die ich da reinstecken kann, kann die Gürtelstärke hier einstellen. Ist also super von dem her. Ich kann dieses Teil, wenn ich die zwei Schrauben aufmache, auch drehen, sodass es quasi so auch einen Gürtelraum machen kann. Also nicht immer nur normal, wie wir haben, sondern auch so, wo es natürlich dann weniger auftragt. Muss ich noch testen, das habe ich noch gar nicht probiert. Ich habe hier zum Zu- und Aufmachen, muss ich den Knopf drücken richtig massiv, also das werdet ihr nicht verlieren. Da reißt euch eher der Gürtel ab, als bevor ihr das verliert. Da drin ist hier das Survival Kit. Man sieht, es geht also gar nicht so leicht raus, was auch gut ist. Hier habe ich verschiedene Sachen. Ich hoffe, man kann es erkennen halbwegs.
Da vorne ist eine Pfeife. Also kann ich für Notfall mal pfeifen. Hier hinten ist ein. Ja, den können wir eh vergessen. So wie ich das sehe, zeigt er in alle Richtungen, nur nicht dorthin, wo er hin zeigen soll. Ist also ein kleiner Kompass, wird eingearbeitet. Liebe Firma Wolfgang, entweder ihr macht es gescheit oder ihr lasst es draußen. Also der, ich habe es getestet, wenn ich 10-mal irgendwo hindreht, sagt er 6-mal in die richtige Richtung und 4-mal in die falsche. Aber es ist Jammern auf hohem Niveau. Was mir viel wichtig ist, ist hier so ein Feuerstall mit drin. Und den Feuerstall habe ich sogar noch einen zweiten mit dabei, weil den kann ich abschrauben. Und kann hier quasi wieder rein, ich muss also nicht das Messer wegwerfen, wenn der Feuerstahl mal alles, sondern ich habe noch einen zweiten mit dabei. Und von dem her, recht coole Sache. Und wie gesagt, ist richtig massiv drinnen. Kann man also auch nicht verlieren, wie es manchmal im anderen passiert ist. Weil das kriegst du kaum raus. Du musst wirklich hinten drauf drücken, damit du das rauskriegst. Gut, gehen wir zum Messer selber. Das Messer selber ist also reine Rossmann, würde ich sagen, ein Messer. Also schon mitunter das Maximum, was ich nach Paragraph 42a Waffengesetz konform kriege. Das heißt, das darf ich draußen führen, weil wir hier unter 12 cm haben. Da gibt es sogar einen Feststellungsbescheid von der BKA mit dazu. Und den kann man sich also downloaden, beziehungsweise kriegt man automatisch per E-Mail. Es ist natürlich Fullting, das ist mir ganz wichtig. Wie gesagt, ich betoniere gern. Es ist aus D2-Stahl. Ich hoffe, man kann das sehen. Ihr seht, hier habe ich unten die Scheide und hier vorne ist, geht es so spitzig zusammen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es ist aber kein Zweischneidemesser, weil das wäre wiederum verboten, weil es hier eben kein Messer ist. Hier kann ich also notfalls auch noch draufklopfen, wenn es wäre. Ich habe hier diesen schönen Bereich, mit dem ich eben dann Feuer machen kann. Also von dem her super. Und was mir sehr gut gefällt, ist diese Riffelung. Weil wenn ich das Messer so habe, kann ich hier mit Daumen richtig Druck drauf machen, wenn ich also irgendwas schnitze oder sowas in die Richtung. Ist das natürlich richtig geil. Es ist ja nur so Paracord mit dabei. Ja, nice to have. Werden wir vielleicht eher an den Dingrang machen, an den Feuerstall, damit ich den nicht so leicht verliere. Weil der ist natürlich... Es gibt es hier auch in oranger Farbe, weil wenn das natürlich am Boden ist, dann findet man es ja kaum. Und mit Orange finden wir es besser. Und es gibt es auch noch mit einer schwarzen Klinge, wer das möchte. Das Highlander Jaguar Messer kommt in einer Geschenkbox, sieht dann folgendermaßen aus. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Mal schauen, dass ich das hier bringe. Genau. Schaut dann innen drin so aus. Was hier noch fehlt, ist der Feuerstahl. Den habe ich leider, da war aber selber schon verloren. An diesem Feuerstahl ist ein, so eine Schlaufe dran. Und die Schlaufe sollte man hier drin festmachen. Dann kann er nicht rausfallen. Aber ich habe die natürlich hier hängen lassen, bin dann durchs Unterholz gegangen. Das heißt, irgendwo in der Nähe von Laufen hängt jetzt ein Feuerstall an irgendeinem Ast dort. Haben leider nicht mehr gefunden. Das ist echt schade, weil der ist richtig schön. Ich blende euch den ein, ich habe den ja schon gefilmt. Gut, gehen wir mal zum... Es ist eine Nylonscheide mit dabei, wenn man erkennt das. Da habe ich mir am Anfang gedacht, mein Gott, ist die dünn. Und mittlerweile sage ich, das ist richtig geil, das Teil, weil... Der Vorteil ist, das tragt null auf das Ganze. Das Messer ist so fein an der Hose dort. Das hat ja hier für einen Gürtel bis zu fast 5 cm kann man hier einen Gürtel reinmachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das lieben gern dabei, weil das tragt nicht auf. Du merkst es nicht. Ich musste das öfter nachschauen, ob ich es überhaupt so dabei habe, weil es nicht aufträgt. Also das ist definitiv der Vorteil von dem Highlander. Zum Messer selber. Es ist also Fullting. Das ist mir immer ganz wichtig. Hat oben 3,5 mm. Das heißt, ich kann damit im Notfall einmal batonieren, wenn es sein sollte. Wie gesagt, das ist immer der Notfall. Hat eine Klinge mit 9,5 cm. Der Griff 10,5 cm. Insgesamt rund 20 cm lang. Wiegt rund 200 Gramm. Und wie gesagt, die Griffe sind aus edlem Rosenholz, was richtig schön ist. Was gewöhnungsbedürftig am Anfang ist, der Griff ist relativ dünn. Ihr seht es also, wenn ich es in die Hand nehme, ich habe Handschuhgröße 10, das ist schon fast zu klein für mich. Was aber super ist, zum Beispiel für Leute mit kleineren Händen oder auch die Miri hat es in der Hand gehabt und hat gesagt, wow, das ist ein richtig schönes Messer, das ist leicht, das liegt ihr super in der Hand. Und auch ich muss sagen, wenn ich das in die Hand nehme und ich lege den Daumen hier drauf, kann ich super damit schnitzen, zeige ich euch dann nur. Ist also von dem her gar nicht schlecht, hätte ich am Anfang gar nicht so erwartet.
Das Einzige, was ich machen musste, das sieht man hier oben. Wenn ich also ein Messer mit Feuerstahl habe, möchte ich es auch gern mit Feuerstahl betreiben. Und da waren hier die Kanten abgerundet. Da bin ich ganz kurz mal mit dem Schleifstein drüber gefahren. Kann ich auch mit der Hand nachschleifen, ist überhaupt kein Problem. Das ist Arbeit auf 2 Minuten und dann funktioniert das wunderbar. Weil das war natürlich mir wichtig. Ihr seht auch hier schon die Spuren. Ich habe das auch schon öfters benutzt, das Ganze. Aus Stahl, jetzt muss ich selber kurz nachdenken, das war ein 420A Edelstahl. Also wie gesagt, ein tolles Weihnachtsgeschenk, gerade für Leute, die es filigran erwähnen, die es nicht auftragt, das habe ich teilweise jeden Tag mit dabei, weil es einfach nicht auffällt. Und vor allem auch für Frauen hochinteressant. Gut, ich habe jetzt hier einfach mal einen Ast genommen, um die mal zum Testen. Also wie gesagt, das habe ich noch nicht einmal nachgeschliffen, noch gar nichts, das kommt so scharf vom Werk. Man kann also hier wirklich, kann auch wenn ich möchte, kann ich auch so. Ja, das ist ein ganz nasser Ast. Na, machen wir es lieber so. Und trotzdem seht ihr, es ist also wunderbar zum Pfeffersticks machen. Ich kann aber auch richtig neige. Also man sieht hier, glaube ich, es funktioniert relativ gut, schneit also sehr gut und wie gesagt, Batonieren ist mit dem Ding ja auch kein Problem, weil du hast ja hier 5 mm Rücken. Also das ist wirklich für sowas auch geeignet. Hat auch vorne noch schön das Wolfgangs-Logo drum, ich hoffe man kann sie decken. Und wie gesagt, von dem her geht es gut, ich kann also hier eben die Pfeffersticks machen, das ist mir immer wichtig. Hab damit auch schon Speck geschnitten, wo ich normal mein ganz feines Küchenmesser hernehme. Hut ab, nicht schlecht. Also, da kann man nichts sagen. Gut, das von Highlander habe ich schon mal nachgeschliffen, das habe ich auch schon seit Monaten im Einsatz. Aber ihr seht es selber. Also ich kann hiermit auch wunderbar das machen. Man sieht, es hat jetzt natürlich nicht ganz die Auflage, also ich kann nicht ganz so gut massiv ins Holz rein wie mit dem anderen. Aber wie gesagt, das ist halt einfach ein kleiner und eben für andere Aufgaben auch gedacht. Aber so, dass ich mal sage, ich mache mal ein paar Anzünder. Ihr seht es selber. Also, geht ohne Probleme. Und das ist für mich eigentlich das Hauptargument dafür. Ich merke allerdings, ist, wie gesagt, es ist für meine Hände zu klein. Deswegen tut es mir dann quasi irgendwann mal weh. Aber man kann hier wirklich, wenn man den Daumen richtig drauf legt, richtig gut arbeiten und feinschleifen. Jetzt nur mal nachschleifen sollen. Aber man sieht, wie schön dass das geht. Also kann man sich wunderbar nachschleifen, nur wie gesagt, das kommt nicht ganz so scharf vom Werk, also das muss ich tatsächlich erst einmal nachschleifen. Geht aber mit dem Stahl wirklich extrem einfach. Ist also kein großes Problem, da gibt es auch die Dinger zum Durchziehen. Da habe ich so ein paar Mal durchgezogen und dann war es scharf. So, kommen wir mal zu meinem Fazit von dem Ganzen. Also wie gesagt, das Highlander habe ich seit 3 Monaten jetzt immer im Wald dabei gehabt. Ich muss sagen, hat alle Aufgaben gemeistert, batoniert habe ich damit. Es ist super für filigrane Aufgaben, wenn ich was Leichtes, Kleines schnitzen möchte. Das liegt sehr gut in der Hand. Aber wie gesagt, es ist halt eher was für kleinere Hände gedacht. Für mich eigentlich zu klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Highlander gibt es für 39,99 € bei Martin von MB Survival. Den Link zum Shop gebe ich natürlich unten. Und das ist natürlich eher was fürs Gröbere. Dafür kann ich die Feinarbeiten nicht ganz so gut damit machen. Das ist jetzt eher was für Leute mit größeren Händen. Ich hoffe, dass ich das mal irgendwie zeigen kann, wenn ich die zwei hinten so zusammen mache. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Hier ist quasi der Finger vom, wenn ich das mal genau zusammen mache, hier ist quasi der vordere Finger beim Highlander und hier ist der Finger beim anderen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es ist auf alle Fälle also für mich Handschuhgröße 10 optimal, liegt richtig gut in der Hand. Es liegt da der Finger sehr gut drin. Kostet natürlich auch wesentlich mehr, kostet 72,90 € bei Wolfgangs. Link gebe ich euch unten in der Beschreibung.
ist jetzt, wie gesagt, eher das. Also, das ist ziemlich das Maximum, was man nur 42 Ankunftsform führen darf. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist halt eher was für Frauen oder für Leute mit kleinen Händen. Also, ich habe das der Miri mit Hand gegeben und das. Und die Miri hat ganz klar gesagt, sie würde das nehmen, weil ihr das einfach zu groß und zu schwer ist. Ich, wie gesagt, würde lieber das nehmen oder werde das in Zukunft mitnehmen, weil das einfach für mich besser in der Hand liegt. Aber es sind zwar völlig unterschiedliche Messer, man sieht es auch von der Klingenlänge her, ist natürlich ein großer Unterschied. Also das eher fürs Grobere und für die gröberen Hände, so wie meine, und das eher für die Filigrane. Dafür spürt man das nicht. Also ich werde es weiterhin mit dabei haben, also das wäre so mein Messer, was ich täglich dabei habe, weil man es einfach nicht gut sieht, wenn man da Jacken drüber hat oder was. Das fällt nicht auf, das trägt nicht auf, ist von dem her super. Das merkt man natürlich, wenn man es dabei hat. Ist einfach mal so. Also das wäre meins für draußen, das wäre meins so für jeden Tag. Gut, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal like fragen. Wenn es noch Fragen zu die zwei Messer habt, haut es mir unten rein. Ich werde natürlich auch das Wolfgangs noch weiter testen. Ich wollte nur nicht jetzt warten bis nach Weihnachten, bis das Ganze rauskommt, weil viele eben noch ein Weihnachtsgeschenk auf der Suche haben. Und da finde ich, das sind auf alle Fälle zwei Geschenke, die man wirklich schenken kann. Hier muss man halt ein bisschen nachschleifen, das kommt komplett fertig vom Werk. Aber ist auch nicht dramatisch. Okay, das war's wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage, pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.